Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe mit inzwischen schon mehreren Kunden bei uns in der Investorenausbildung. Und die ist so wertvoll, deswegen möchte ich sie mit dir teilen, denn es ist ein Mantra, würde ich schon fast sagen, das ich immer öfter feststelle und es auch Teil meines Lebens war und eben nicht mehr ist. Und deswegen darf ich auch darüber sprechen. Und das ist das Thema Geldwert und Selbstwert und wie diese zwei Werte entweder Hand in Hand miteinander arbeiten oder auch gegeneinander kämpfen. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, vielleicht auch in deinem Leben, denn der Geldwert, oder ich möchte erstmal damit beginnen, diese zwei Worte miteinander, also erstmal zu erklären. Der Geldwert, so wie ich ihn jetzt betrachte, ist das sogenannte Nettovermögen. Also was ist da das Kapital, das du selbst zur Verfügung hast oder wo du selbst investieren kannst oder wo du sogar unterm Strich besitzt? Das bedeutet, geh mal hin und mach einfach mal eine Bilanz sozusagen. Zähl mal alles zusammen, was du hast. Bargeld, Immobilien, Gold, Aktien, vielleicht auch Kryptowährungen. Zieh von all diesen Sachen mögliche Schulden ab, die du vielleicht hast, auch Investitionsschulden, auch Konsumschulden. Und das ist dann der sogenannte Nettowert oder auch Geldwert, wenn du das so möchtest. Und bei manchen ist dieser Wert negativ. Tatsächlich. Sie haben mehr Schulden, als sie eigentlich Vermögen haben. In Unternehmersicht oder aus Unternehmersicht könnte man hier womöglich sogar schon von einer Überschuldung sprechen, das dann auch dazu führt, dass Unternehmen pleite gehen. Ja? Und das sogenannte Selbstwert oder Selbstwertgefühl, das ist etwas, das man nicht haptisch greifen kann, sondern das ist etwas, das du selbst wahrnimmst, nämlich wie wertvoll bist du eigentlich? Wie wertvoll bist du für dich selbst? Wie wertvoll bist du womöglich aber auch für andere? Und ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass diese zwei Werte eher miteinander zusammenwachsen. Das heißt, wenn du ein hohes Geldwertvermögen hast, hast du auch ein hohes Selbstwert. Hast du ein hohes Selbstwert oder auch ein hohes Selbst Achtung oder Wertschätzung dir selbst gegenüber. Wirklich jetzt eine Erkenntnis, die jetzt vielleicht eher aus dem spirituellen Bereich herauskommt, aber ich kann es dir messbar nachweisen. Du kannst durch die Erhöhung deines Selbstbewusstseins oder deiner Selbstachtung oder deiner Selbstschätzung deinen Geldwert auch nachhaltig steigern. Lass mir erklären, was das eigentlich heißt. Bedeutet also, früher war es tatsächlich so bei mir, dass ich ja noch nicht in der Art und Weise auf monetäre Vermögen zurückgreifen konnte. Das ist alles gewachsen. Und zu der Zeit, ne, das ist einige Jahre her, war es auch so, dass ich wie so eine Art Geier, sage ich mal, schon immer aufs Geld geschaut habe. Ich war vielleicht sogar geizig und habe auch versucht, immer noch mehr und noch neue Kunden und alles noch stärker und noch mehr zum Wachsen zu bekommen. Als ich aber dann angefangen habe, zu sagen, du pass auf, Flo, deine Zeit ist begrenzt und auch deine Zeit hier auf der Welt ist begrenzt und deine Zeit mit deiner Familie, mit deiner Tochter, jetzt mit deinem Sohn, mit deiner Frau, all das ist begrenzt. Und es ist auch am Ende des Tages, wenn man wirklich ganz ehrlich darüber nachdenkt, mit Geld nicht zu bezahlen. Ja? Was ist es einem wert, heute hier den Hammer oder Stift fallen zu lassen und mit der Tochter rauszugehen und Eis essen zu gehen? Was ist es wert, einfach bei Sonnenstrahlen rauszugehen, in die Natur, Runde um den See zu gehen zum Beispiel? Was ist all das wert, sich keine Sorgen machen zu müssen, ob man jetzt die nächste Tankrechnung zahlen kann oder nicht? Und als ich eben diesen Zusammenhang erstmal entdeckt habe und dann auch Konsequenzen daraus abgeleitet habe, ist auf einmal das Nettovermögen noch stärker gestiegen. Warum? Ganz klar, weil ich dann eben gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr für 20 Euro die Stunde arbeiten. Ich möchte auch nicht mehr, bin ich ehrlich, für 50 Euro und
für solche Beträge arbeiten, sondern wenn ich arbeite und verzichte, nämlich auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel meine Familie oder auch andere Werte, wenn ich da wirklich Verzicht drauf übe, dann sollen das keine Beträge sein, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern dann sollen das Beträge sein, die dann auch meine anderen Bedürfnissen, auf die anderen Bedürfnisse einzahlen, nämlich die Erhöhung des Nettovermögens. Denn das wiederum gibt mir dann in der Zukunft die Möglichkeit oder die Macht, wenn du jetzt so möchtest, noch mehr auf das zu achten, was mir wichtig ist, nämlich meine Familie und wie gesagt auch andere Werte. Und deswegen, ich habe auch mit einer ganz besonderen Kundin da schon drüber gesprochen, die dann eben gesagt hat, ja, du sagst es so leicht, ne? Weil du hast so viele Kunden und das ist alles ganz, ganz toll bei dir. Und sie ist eine Physiotherapeutin aus der Schweiz, glaube ich. Und dann hat sie mir aber zur Antwort gegeben, ja, sie kann das nicht tun, weil sie viele Kunden hat, die sie schon seit Jahren, Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch länger hat, das weiß ich jetzt nicht genau, und die sind die Preise gewohnt. Ja? Aber die Wahrheit ist, wenn du mal die Leute mit dem konfrontierst, was dich wirklich bewegt, was du wirklich auch fühlst, wo du wirklich sagst, du pass auf, ich habe einfach jetzt die Rückmeldung von meiner Familie bekommen, dass ich relativ wenig Zeit mit denen verbringe und dass es einfach auch mal helfen würde, wenn du mit deiner Tochter rausgehst zum Schaukeln, wenn du mit ihr mal Eis essen gehst oder all diese Sachen, die was mehr oder weniger normal sind. Ich kann das aber nicht tun, weil ich hier gerade für 50 Euro die Stunde arbeiten muss und um halt in Summe auf mein Kapital zu kommen, das ich halt brauche als Unternehmer oder Vater oder wie auch immer. Und wenn du das den Kunden mal ganz ehrlich sagst und sagst, pass auf, ich verlange jetzt von dir in Zukunft keine 50 Euro die Stunde mehr, sondern ich verlange in Zukunft 60, 70, 80 oder 90 Euro die Stunde, nicht weil ich mir hier den fünften Porsche vor die Tür hinstellen möchte, sondern weil ich mehr Zeit oder weil mir einfach Werte wichtig sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten sagen, ja klar, das ist so völlig nachvollziehbar. Natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, ich will das nicht oder das ist mir zu teuer oder du bist ein Halsabschneider oder gibt es auch natürlich nicht jeder, der da hier mit wehenden Fahnen dich dann begrüßt. Ne? Das möchte ich jetzt ja nicht sagen. Aber das ist das eben, was Selbstwert und Geldwert ausmacht. Und ich bin ganz groß davon oder ich bin wirklich davon überzeugt, dass du gar nicht so sehr beim Geldwert anfangen musst, also hier noch geiziger zu werden, noch mehr Geld einzusammeln oder wie auch immer, sondern fang beim Selbstwert an. Was bist du dir eigentlich selber wert? Und wo kannst du womöglich da deinen Selbstwert, deine Selbstachtung, deine Selbstschätzung erhöhen, um dann den Geldwert folgen zu lassen? Das ist eine ganz spannende Sache, die ich herausgefunden habe. Weil ich auch immer erst versucht habe, den Geldwert zu erhöhen, Geldwert, Nettovermögen erhöhen. Aber als ich dann auf einmal angefangen habe, das genau andersrum zu machen, ist der Effekt noch viel stärker gewesen. Ganz spannende Sache. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder auch ganz konträre. Lasst uns gerne mal unterhalb dieses Beitrags wissen in den Kommentaren oder auch gerne persönliche Zuschriften. Ich lese sowas sehr, sehr gerne. Wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei diesem Konzept, bei der Umsetzung auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.